14 Uhr. Ronny wacht auf. Wie jeden Tag kann er sich nicht erinnern, was den Tag zuvor passiert ist. Eigentlich müsste das eine existenzielle Frage nach dem Paradox des Seins aufwerfen. Wie allen Metalheads sind Ronny Fremdwörter jedoch egal, solange sie nichts mit Ausweidung und Vergewaltigung zu tun haben. Ronnys Mutter klopft an der Tür und fragt, ob er zu essen haben möchte. Er beleidigt sie, aber erst nachdem er sicher ist, dass sie ihn nicht hören kann. Ronny zieht sein Metallica-T-Shirt an und geht essen. Zu Mittag gibt es Fleisch und Fleischbeilage, dazu Bratensaft und als Dessert Fleischpastete. Ronny hasst Tiere, wie alle Mettler. Was er aber noch mehr hasst, sind Menschen. Obwohl Ronny weder ein Instrument spielt noch singen kann, schreibt er Songtexte darüber, wie cool es ist, Menschen zu töten. Mit Vorliebe hätte er damals in der Schule die Leute getötet, die ihn wegen seiner furchtbaren Akne und seiner schlechten Leistung gehänselt haben. Jedoch fühlt er sich ihnen jetzt geistig überlegen, da sie sich dem System angedient haben und Anwälte und Ärzte geworden sind. Ronny jedoch weiß, dass er ein Mettler ist und Mettler haben etwas Besseres zu tun, als zu arbeiten. Nach dem Mittag schließt er sich in seinem Zimmer ein, das mit Postern aus dem Metal Hammer und dem Rock Hard geschmückt ist. Er geht an sein CD-Regal, in dem zwei CDs stehen, die er mal im Saturn geklaut hat. Wenn man ihn fragt, sagt er jedoch immer, sein Zimmer stehe voll davon. Die Menge der CDs stellt bei den alkoholbedingt nicht fortpflanzungsfähigen Mettlern den Penisvergleich dar. Ronny hört 2 Stunden lang die zeitlosen Klassiker von Sabaton, Powerwolf, Varg, Endstille und Freiwild, während er sein mittellanges Haar seicht durch Kopfnicken bewegt. Er fühlt sich allen überlegen, während er diese unbekannten und bitterbösen Bands hört. Er dreht die Musik jedoch nur so laut, dass seine Mutter es gerade hören und sich Sorgen machen kann. In seiner Einzigartigkeit bestätigt, zieht er sich eine Hose mit Nietengürtel von New Yorker an und eine Lederjacke von H&M und geht in die Stadt, um sich mit Detlef und Leander Cornelius zu treffen. Detlef ist 50, sieht aus wie 60 und lebt seit 70 Jahren auf der Straße. Leander Cornelius kommt aus einem reichen Elternhaus und will durch den Metal gegen seine Eltern ankämpfen und sich nächstes Jahr in Mathe mal nicht so sehr anstrengen. Sie trinken billiges Bier in Dosen, weil sie das besonders schmackhaft finden und nicht, weil sie sich nichts Besseres leisten können. Am liebsten setzen sie sich irgendwo hin, wo kleine Kinder spielen und machen Lautmusik auf Leanders Handy an, um sie für den Metal zu gewinnen. Der Metal, den großen Thema ihres freien Lebens. Ronny zitiert Varg-Texte über Bruderschaft und Ehre und Detlef erzählt, wie gut es früher unter Adolf war, obwohl er damals noch gar nicht gelebt hat. Leander und Ronny geben ihm recht, weil er der ältere Mettler ist und deswegen immer recht hat. Dann erzählen sie sich, warum sie die Menschen hassen und allen anderen überlegen sind. Am Abend gehen die drei auf ein Konzert. Um sich die Getränke zu sparen, kaufen sie im Netto billigen Wodka und betrinken sich in einer Einkaufspassage. Der 12-jährige Leander fällt im Vollrausch von der Bank, also lassen sie ihn zurück und gehen auf das Konzert. Ronny kennt die Band nicht, er kommt eigentlich nur, um ein Mädchen kennenzulernen, das auch Metal hört. Das funktioniert auf Konzerten besonders gut oder aber im Internet, dem Hauptlebensraum eines jeden Metalheads. So geht es allen im Raum, bis auf 3 Leute, die mit der Band befreundet und aus Solidarität und weil sie Backstage gratis saufen können, mitgekommen sind. Die 2 Frauen im Publikum, die nicht aussehen wie Moby Dick im Schlaraffenland, sind mit den brutalsten Bartträgern im Raum hier. Ronny findet die Band kacke, geht aber voll drauf ab, einfach weil es Metal ist. Er überlegt sich, wie geil es wäre, wenn er jetzt auf der Bühne wäre und die Leute zu seiner Musik abgehen würden. Er beschließt, eine Band zu gründen mit dem Namen Torture of Doom. Sie sollen Progressive Melodic Slam Death Grind spielen. Ronny weiß zwar nicht, was das ist, aber es klingt brutal. Er beschließt den Abend mit Vollsuff und torkelt nach Hause, ohne sich mehr als 3-mal voll zu kotzen. Er freut sich schon auf die nächste Festivalsaison, wenn er sich wieder in Wacken betrinken und sich dabei als Einhorn verkleiden kann. Denn da werden auch manchmal Mädchen auf ihn aufmerksam. Keine hübschen zwar, aber hey, Loch ist Loch.